Hallo, liebes Hypnosevolk. Wenn du dieses Video geöffnet hast, dann bin ich dir sicherlich schon bekannt. Mein Name ist Wolfgang Künzel, alias Alexander Kane. Ich bin Hypnotiseur seit langer, langer Zeit. Und ja, in meinen früheren Jahren, begonnen hat das 1990 hauptberuflich, habe ich Showhypnose durchgeführt. Ungefähr circa bis 2005, also circa 15 Jahre. Durchgehend hauptberuflich als Showhypnotiseur. Und in der Showhypnose brauchen wir ja den sogenannten somnambulen Zustand, das heißt die ganz, ganz tiefe Hypnose. Jetzt ist leider so, dass nachdem ich angefangen habe, Hypnose zu lehren, das war 2001, haben wir da begonnen, das aufzubauen. Seitdem wir angefangen haben, Hypnose zu lehren, ist die Zahl der Hypnose-Schulen ja explosionsartig gestiegen. Viele Leute waren bei mir, haben gesagt, okay, das kann ich auch, ist ja nicht schwierig, ich mache auch eine Schule auf. Irgendwann kam dann auch mal das aus England und aus Amerika rübergeschwappt zu uns und. Unter anderem auch Erikson, was ja hier nicht mehr Erikson-Methode heißt, sondern was ja hier klinische Hypnose heißt oder moderne Hypnose heißt und in meinen Augen gar keine Hypnose ist. Stopp! Ich habe nichts gegen Milton Erickson, gar nichts. Das ist nur die Methode, die so genannt wird. Also, ich habe tausende von Leuten in den somnambulen Zustand gebracht. Und in diesem somnambulen Zustand kann man mit den Menschen wirklich im Prinzip machen, was man möchte. Es sind Halluzinationen möglich und mit Hilfe dieser Halluzinationen kann ich den Menschen zu allen Dingen bewegen. Das habe ich unter anderem mehrfach im Fernsehen gezeigt. Auch zweimal bei Stern TV, wie ihr vielleicht auch gesehen habt, ja. Und genau um diesen somnambulen Zustand geht es nun. Es wird häufig gelehrt, wir benötigen diesen somnambulen Zustand gar nicht. Und mit der Begründung, die Leute können sich ja hinterher nicht mehr daran erinnern. Also ist es ja sogar kontraproduktiv. Leute, das ist Quatsch. Ein Satz genügt in diesem Zustand. Du kannst dich jetzt wieder an alles erinnern und die Erinnerung ist da. Sie war auch niemals weg. Die Erinnerung im somnambulen Zustand ist immer vorhanden, sie wird nur nicht bewusst. Sie ist im Unterbewusstsein weiterhin gespeichert, sie wird nur nicht bewusst. Der Satz, du kannst dich nun an alles wieder erinnern, genügt und schon ist wieder alles da. Der Proband kann sich an alles erinnern. Das nächste ist, dass viele Techniken hier gelehrt werden, eben insbesondere, was ich gesagt habe, nach Erikson, die moderne Hypnose, die klinische Hypnosetherapie oder wie das alles so genannt wird. Diese Techniken sind häufig gar nicht in der Lage, einen somnambulen Zustand bei Menschen zu erzeugen. Und das ist das Nächste. Wenn ich nicht in der Lage bin, einen somnambulen Zustand zu erzeugen, dann kann ich natürlich auch diese Dinge, die ein Showhypnotiseur vorführen kann, nicht vorführen. Und was wird häufig dann daraus gemacht? Showhypnose ist Quatsch, Unsinn, sowas gibt es nicht. Das ist natürlich Blödsinn. Vielleicht kennt ihr GEWUP, also die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von paranormalen Phänomenen. Eigentlich lachhaft, was sie betreiben. Beispiel Uri Geller. Uri Geller verbiegt Löffel. Ich persönlich habe meinen HSS-Spiralbohrer verbogen. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Er ist verbogen, in zwei Ebenen geknickt, was eigentlich völlig unmöglich ist. Und Uri Geller führt das vor vom Fernseher, viele Leute machen es ihm nach und wissen ganz genau, das funktioniert. Dann kommt GEWUP daher und holt einen Zauberer. Man kann das natürlich alles mit Trick und so weiter wieder vorführen. Der Zauberer führt vor, wie man mit Trick einen Löffel verbiegt. Was macht GEWUP? Seht ihr, alles nur Trick. Das ist natürlich völliger Quatsch und mit Wissenschaft hat das überhaupt gar nichts zu tun. Und ähnlich funktionieren auch manche Hypnoseschulen bzw. manche Hypnoselehrer oder ja, so wird es eben gelehrt und wenn so weitergelehrt wird, wird es so weitergegeben. Nach dem Motto, Verbrechen unter Hypnose gibt es nicht oder diese Dinge, die ein Mensch, was eben diese Lehrmeinung, ein Mensch wird nur Dinge tun in der Hypnose, die er auch im normalen Wachzustand tun würde. Das ist richtig, das gilt aber nur bis zur mittleren Trance-Tiefe. Und danach geht es weiter. Nur wenn ich natürlich nicht in der Lage bin, aufgrund der verwendeten Technik, dass diese Technik nicht in der Lage ist, somnambule Zustände zu erzeugen, dann komme ich auch nicht dazu, das vorzuführen. Dann kann ich das auch nicht vorführen. Dann stimmt diese Aussage. Jedoch im somnambulen Zustand
stimmt diese Aussage nicht mehr. Da kann ich mit den Menschen tun, was ich möchte. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir das tun sollen. Ne? Ich meine, ein Messer ist genauso eine Waffe. Ne? Leider wird das Messer zurzeit viel zu häufig eingesetzt als Waffe. Aber normalerweise ist das Messer ein Werkzeug. Und so ist auch der somnambule Zustand ein wunderbares Werkzeug, insbesondere in der Hypnose, Regression und Reinkarnation. Wir verwenden den somnambulen Zustand für Rückführung im jetzigen Leben, um an die Ursache von Krankheiten zu stoßen. Und somnambul ist genial, denn hier können wir direkt mit dem Unbewussten uns unterhalten, kommunizieren, und das Wachbewusstsein ist so gut wie ausgeschaltet. Es ist nicht völlig ausgeschaltet, das Wachbewusstsein ist immer da. Hypnose ist niemals Bewusstlosigkeit. Ich sage zu meinen Seminarteilnehmern immer, wir sind hier nicht im Narkoseseminar, wir sind im Hypnoseseminar. Du wirst immer alles mitbekommen. Es kann höchstens passieren, dass du zwischendrin etwas vergessen hast. Übrigens, falls ihr einen Somnambulen fragen wollt, ob er sich an alles erinnern kann, die Antwort lautet natürlich immer ja. Denn wenn zwischendrin etwas fehlt, dann weiß er gar nichts mehr davon. Woher soll er es denn wissen? Also, stellt diese Frage nicht. Stellt andere Fragen, um herauszufinden, ob er sich an alles erinnern kann. Also der somnambule Zustand ist eine geniale Technik, eine ganz geniale Sache. Auch in der Hypnosetherapie, wir können uns direkt mit dem Unterbewusstsein unterhalten, wir können so gut eingreifen, die Suggestionen halten viel länger an, etc. etc. Also versucht bitte, somnambule Zustände zu erzeugen. Lügt eure Klienten nicht an, indem ihr sagt, er wird in der Hypnose nur Dinge tun, die er auch im normalen Wachzustand tun würde. Bitte lügt sie nicht an, sondern sagt ihnen, natürlich ist Hypnose ein mächtiges Werkzeug. Natürlich wäre ich theoretisch in der Lage, Dinge zu tun, die ihnen schaden. Aber ich werde das nicht tun. Und wenn das Vertrauen vorhanden ist, dann ist es auch überhaupt gar kein Problem. Hypnose ist Vertrauenssache. Wenn ihr immer noch nicht wisst, wie man somnambule Zustände erzeugen kann, die Techniken hierzu zeige ich in meinem Seminar, Intensivpraxisseminar Hypnose. Ihr findet die Termine, Ausbildungstermine bei spirituelleausbildung.de, www.spirituelleausbildung.de. Ja, ansonsten meine Homepage ist dolphinpower.eu und das nicht umsonst. Wie ihr seht, bin ich hier nicht in Deutschland, ich bin gerade auf den Philippinen, hier auf einer der schönsten Inseln der Welt, das ist Boracay. Und kurz vorher war ich hier auch beim Tauchen mit Delfinen. Absolut genial, kann ich nur empfehlen. Tut euch auch mal was Gutes. Ich sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns bei einem Seminar oder vielleicht sehen wir uns auch mal hier auf dieser wunderschönen Insel. Boracay hieß sie. Dankeschön. Tschüss.